Hallo Rasenfreaks, ich gehe schon wieder auf Tour. Ich gucke mir einen neuen Rasenmäher an, den Toro Greensmaster 3250. Die Kiste, die ich immer haben wollte. Da ist jetzt gerade ein Deal bei eBay Kleinanzeigen. Ich muss da hin. Er nützt nichts, ich muss da hin. Er ist spottgünstig, ganz, ganz billiges Ding. Ziemlich schrottig, ihr werdet sehen. Bleibt dran! So, Freaks, geht los. Anderthalb Stunden Fahrt Richtung Norden nach Lüneburg. Oh, ein scheußliches Wetter hier draußen. Nur mieses Wetter. Egal, wir fahren da jetzt hin. Bin sehr, sehr gespannt. Der Toro Greensmaster 3250. Dieselmotor, Dreizylinder Diesel. Sieht nicht schlecht aus, so von der Technik her. Hat vorne eine geriffelte Walze. Ich glaube, allein deswegen kaufe ich ihn. Na, mal schauen. Ja, die Toro Greensmaster 3250 sind die Rasenmäher, die Greenkeeper besonders lieben. Die sind sehr kompakt. Ich habe leider damals diesen Toro nicht bekommen. Die sind eigentlich auch relativ teuer immer, auch als gebrauchte Mäher. Das, was wir jetzt uns hier angucken, das ist auch erstaunlich günstig, das Teil. Mal gucken, ob es irgendwas taugt. Ich habe mal vor einiger Zeit, als ich damals nicht genau wusste, was für ein Rasenmäher kaufe ich denn jetzt, ein Toro oder ein John Deere oder ein Jacobson, da habe ich in so einer Greenkeeper-WhatsApp-Gruppe mal gefragt, ja, was ist denn aus eurer Sicht der coolste Greensmäher, der vernünftigste Rasenmäher gebraucht zu kaufen? Und viele, viele haben gesagt, diese Toro Greensmaster, die sind unheimlich gut, die sind unheimlich robust und mit denen mähen die Greenkeeper besonders gerne. Also ja, deswegen bin ich so heiß da drauf, jetzt mir dieses Teil mal anzuschauen. Dann würde ich natürlich meinen John Deere Rasenmäher verkaufen müssen. Wenn ihr mal einen haben wollt, ne? Also dann können wir gleich einen Deal machen. Nein, jetzt gucken wir erstmal, ob dieser Toro wirklich was taucht. Und dann muss ich da wieder aufarbeiten. Mal gucken, wie verschlissen das Ding ist, wie laut der ist. Ja, es wird sehr spannend. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja, ich finde ja diese Profi-Mäher echt, echt cool. Ja, Schatzi, was hältst du denn davon? Noch ein Mäher. Was ich von noch ein Mäher in der Garage halte? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der da reinpasst. Der passt überhaupt nicht mehr rein. Der passt überhaupt nicht mehr rein. Ja, das ist überhaupt das Hauptproblem. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Mäher in meiner Garage noch reinkriegen soll. Du musst den Dicken rausstellen. Nix da. Da wird irgendwie Platz geschaffen. Alles noch gestapelt. Wenn ich die beiden so gegeneinander stelle, mit dem schmalen Heckteil gegeneinander, dann passen die vielleicht rein. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Quer durch die Garage willst, musst du rüberklettern, ne? Genau. So eine Brücke bauen über die Maschinen in der Garage. Wir haben uns den Toro Rasenmäher angeguckt, den Toro Greensmaster 3250D mit 4700 Betriebsstunden. Mein John Deere hat 2300 Betriebsstunden drauf.
Was kann ich sagen? Motor läuft gut. Die Maschine springt hervorragend an. Also es hat mich doch gleich beeindruckt. Es gibt einige Sachen, die zu bemängeln sind an der Maschine. Allen voran die Spindeln. Die Spindeln sind runter. Die sind völlig runter. Da ist diese abgesetzte Fläche schon völlig weggeschliffen. Das heißt, die sind am Ende. Die Spindeln müssen komplett erneuert werden. Das ist natürlich ein brutaler Posten. Aber auch wiederum natürlich eine ganz interessante Geschichte, weil dann kann man sich die aktuell modernsten Spindeln kaufen, die es von Toro gibt. Die haben hochfeste Spindeln, die heute richtig lange halten. Ich kann mir natürlich dann auch die entsprechende Messerzahl kaufen. Also das ist jetzt eine 11-Messerspindel drauf, der Klassiker von Toro. Und dann könnte man jetzt vielleicht auf eine 9-Messerspindel gehen, weil ich ja doch immer ein bisschen höher mähe. Das Gras dann etwas besser aufgenommen wird. Dann ist der Sitz völlig hin. Ich habe einen klitschnassen Po gehabt nach der Probefahrt, meine Hose. Was lacht meine Frau hier? Sie lacht, ja. Also ich war ganze Hintern, eine ganze Hose war nass. Ich habe gerade mal geguckt, also was das alles so kostet. Also da bin ich locker 2000 Euro los, um jetzt die Maschine richtig auf Vordermann zu bringen. Was mich sehr begeistert hat, ich habe jetzt auch den direkten Vergleich zum John Deere, was mich echt begeistert hat, wie das Ding konstruiert ist. Toro ist sehr stark, denke ich auch, was so die Technik angeht. Ist auch, ich weiß jetzt leider nicht, noch nicht ganz genau, wie alt der Mäher ist. Ich denke mal, der ist auch so, Frau fährt hier scharfe Kurven. Ich denke, der ist auch mal so 15 Jahre mindestens alt. Hat aber schon die etwas besseren Spindeleinheiten mit den Alu-Profilen seitlich und hinten. Das sieht gut aus, das gefällt mir ganz gut. Der Motor ist etwas lauter, also das Fahrgeräusch ist etwas lauter als mein John Deere, das gefällt mir nicht so gut. Also er ist natürlich dieser typische laute Diesel. Sieht alles sehr gut aus, der ganze Mäher ist gewachst, deswegen sieht er auf den Bildern so verrostet aus, aber es ist kein Rost. Der hat eine komplette Wachsschicht bekommen, das ist natürlich von der Konservierung auch sehr cool. Also von daher hat er nicht viel Rost, außer da, wo man drauf tritt. Die Flächen, diese Blechflächen, die muss man auf jeden Fall nachlackieren. Das ist auch nicht so schlimm. Und ja, ich bin am Hin und Her überlegen. Ihr werdet sehen, was daraus wird. Nächstes Wochenende schaue ich mir vielleicht nochmal an. Also gerade bin ich total verwirrt. Aber wir kriegen das schon geregelt. Ja, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.